Seit über 100 Jahren produziert VZUG erfolgreich hochstehende Haushaltsgeräte für Küche und Waschraum. Am Standort Zug sind über 1000 Mitarbeiter angestellt. Um den Kostendruck standzuhalten, ist es erforderlich, dass wir clevere Automatisierungslösungen ausarbeiten, die den Lean-Gedanken berücksichtigen. Es gehört zu meinem Aufgabenbereich meines Teams, Sonderanlagen in der Firma zu planen und zu beschaffen. Dies kann von einer sehr kleinen Anlage bis zu einer kompletten Linie mit höchster Automatisierung sein. Die Möglichkeiten, mit kollaborativen Robotern zu arbeiten, gehören dazu. Schließlich wollen wir, VZUG, innovativ sein und den Anschluss an die Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 auf keinen Fall verpassen. Damit gingen wir auf die Suche nach einem geeigneten Partner sowie einem geeigneten Prozess. Fanuc ist uns als großer und zuverlässiger Roboterhersteller bekannt, der sich schon seit Jahren mit dem Thema kollaborative Roboter befasst und eine spezielle Serie dieser Roboter anbietet. Unsere Wünsche an Fanuc, an den Roboter, waren eine zuverlässige Partnerschaft mit gutem, schnellen Service. Der Roboter sollte prozesssicher und wartungsfreundlich sein. Das Projekt war erfolgreich. Der Fanuc-Roboter arbeitet mit zwei Mitarbeiterinnen in einer Zelle zusammen. Sie montieren die Blenden manuell und überlassen dem Roboter die Prüfung. In einer abschließenden Arbeitsplatzanalyse konnte die Wirtschaftlichkeit bewiesen werden. Durch den kollaborativen Roboter entfallen sämtliche Wartezeiten. Der kollaborative Roboter von Fanuc wurde von Anfang an als Unterstützung gesehen. Durch das frühzeitige Informieren und Begleiten bei der Implementierung konnten wir die Mitarbeiter für das Produkt begeistern und ihr Interesse wecken. Wir konnten mit dem kollaborativen Roboter die Qualität verbessern, die jetzt einheitlich geprüft wird. Außerdem steigerten wir die Effizienz. Am Anfang wurden 3 Mitarbeiter benötigt, um den Bedarf der Endmontage zu bewältigen. Jetzt brauchen wir noch 2,5 Mitarbeiter. Das Projekt Blendenprüfung hatte gewissermaßen Pilotcharakter. Wir werden sicherlich in Zukunft mit einem anderen Auge unsere kommenden Projekte betrachten. Denn mit kollaborativen Robotern sind neue, innovative Lösungen in der Automatisierung möglich.